Hallo meine lieben Freizeit- und Aufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei der Beta von Anno 1800. Wir machen weiter hier in Calapé. Der Name ist einfach so geil. Habe ich mir nicht ausgedacht, das hat das Spiel so entschieden. Und wir sind jetzt soweit, wir können jetzt diese Leute hier upgraden. Zack. Machen daraus jetzt noch mehr Worker. Die machen wir jetzt hier wirklich durchgehend hier vorne, diese erste Reihe. You reached a new milestone. Und nun sind wir eine Hafenstadt, eine Port Town geworden. Sehr cool. New buildings have been unlocked. Ja, dann gucken wir nochmal. Jetzt können wir Brot anbauen und wir können jetzt Sales machen. Ah, ich muss tatsächlich... Normalerweise würde sowas ja quasi im Hafenbezirk irgendwie hergestellt werden, ne? Ein bisschen... Ich fände das schon cool, wenn ich sowas im Hafenbezirk bauen könnte. Und wir können eine Kirche bauen. Oh, die würde genau da reinpassen. Boah, geil. Und guck mal, wie weit der Einfluss von der geht. Ich liebe so etwas, oder? Ich mach's da. Ah, nee, da passt es nicht hin. Aber die würde genau da reinpassen. Jetzt planen wir sie mal. Was kostet die? Uns fehlen da halt noch 21 Bricks. Aber wir haben jetzt immerhin die Kirche jetzt hier schon mal geplant. Die bekommt natürlich dann auch quasi rundherum hier so ein bisschen Weg. Das wird alles später noch ein Steinweg werden. Um die Leute daran zu erinnern, ne, dass das Leben steinig und schwer ist und dass nur der Weg zum Himmelreich eigentlich auch steinig und schwer ist. mit einem harten Leben einhergeht, zumindest wenn man quasi der Logik quasi folgt. So, ich kann jetzt hier... Oh, das kostet auch alles Bricks. Das müssen wir uns später mal angucken. Jetzt können wir Richtung Grain, also Richtung Getreide gehen. Wo graine ich denn hier das Grain hin? Ich kann mal sagen, wir machen das jetzt hier. So. 144 Felder. Okay. Warte mal, das ist ja dann 14x14. Also ich brauche so ein 14x14 Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt müsste ich 28 Felder in eine Richtung gehen. Wow. Das wäre eine Ansage. Ich mache das jetzt hier simplifiziert. Sehr simplifiziert. Wups. Stück für Stück. Jetzt haben wir etwas mehr als die Hälfte. Extrem krass, wie viel Platz so ein Teil wegnimmt, ne? 118. Was ist das noch hier hinsetzen? 136. Ja, ich denke, das da hinten hätte ich nicht machen müssen. Same save. Sind's noch 14. Wie ist das? Nicht zu viel, oder? Ne, 2 zu wenig. Shit. Also jetzt doof. Nur noch einen Weg zu finden, wie das jetzt hier gehen soll. Wird nicht reichen, ne? Doch. Ja, wir haben genau die Menge. Perfekt. Es ist die perfekte Menge. Ich muss es nur noch hier mit dem Straßennetz hier verbinden. Armer Straßennetz. Jetzt ist es verbunden. Arbeiten als eine Farmer auf der Farm? Da, auf der Farm arbeiten Farmer. Man benötigt aber quasi... Das ist schon beinahe Feudalismus-Welt, dass der jetzt hier stattfindet. muss ich hier eine Windmühle bauen. Wo baue ich diese Windmühle am besten hin? Ich denke tendenziell hier, ne? Hier so. Oh.
Und dann brauchen wir direkt daneben am besten noch eine Bäckerei. Genau, die Bakery. Das immer mit die Bakery Street, wir wissen es nicht. Oh, komm mal. Hm, da fehlen mir auch wieder Sachen, Bricks oder so. Um das hier dann ausbauen zu können. So, zack. Was fehlt denn da? Ja. Ich habe nicht genug Bricks. Wir leiden an Eklas hat einen Brickmangel. Oh, die arbeiten jetzt hier mit einer Effizienz von 125% durch das. Ist das geil, ey. Und hier 55%. Das heißt, die holen jetzt tatsächlich mehr raus. Ich könnte da noch mehr rausholen. Wenn ich jetzt die Arbeitsbedingungen verändere. Warte mal, ich verändere mal die Arbeitsbedingungen. Wie viel Prozent kann ich das denn rauskitzeln? Das sind auch diese 125% machen. Dann geht halt ihre Laune runter, aber ist mir egal. Ihr legt jetzt mal so richtig los, Freunde, ne? Wir brauchen mehr Bricks. Ist halt so. Vor allem, weil wir jetzt halt hier auch sau viel Clay im Überschuss haben. Den man auch theoretisch handeln kann, bloß wir halt gerade eben nicht. Denn wir haben momentan noch keinen Handelspartner. Oh, warte mal. So ist eigentlich gar nicht mal doof. Ich möchte jetzt ja so einigermaßen gerade mit der Map sein. Jetzt kann ich mich daran gewöhnen, dass es so aussieht. Ich brauchte immer quasi so diese geistige Verbindung zur Karte, damit ich weiß, wo ich bin und was ich damit tue. Na, hier gibt es auch nochmal eine Insel mit. Gibt es hier Hopfen, Paprika und Wein sowie Kartoffeln. Kartoffeln scheinen überall zu wachsen, aber das macht doch irgendwie Sinn. Es gibt wenig, wo Kartoffeln nicht wachsen. Immer noch 4. Ja, es fehlt noch ein bisschen was. Kann ich denn upgraden? Kann ich. Loading Ramps, Transport Waiting. Was ist hier passiert? Ich dachte, ich grade das ab. Ne, irgendwas. Ach ne, das sind die, die einfach warten, so wie es aussieht. Ich kann sie nicht upgraden, weil. Dafür brauche ich Bricks. Mein gesamtes Leben hier wird jetzt hier von den Bricks bestimmt. Es scheint fast so, als ob ich mehr Bricks produzieren könnte, wenn ich mehr Fabriken mache, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ich will damit sagen quasi, wir produzieren deutlich mehr Clay. Also ich schätze mal, dass es hier vielleicht sogar einen Faktor von 2:1 sein könnte. Packen wir mal hier nochmal so eine Fabrik hin. So, jetzt haben wir nochmal eine zweite Lehmbrennerei gebaut. Produktivität habe ich auf jeden Fall jetzt hier deutlich erhöht. Es müssen nur noch Leute hier arbeiten. Wobei die arbeiten hier schon instant. Wir haben, so wie es aussieht, die Arbeitskräfte dafür spielen. Das kostet halt alles. Hier auch Lehm. Ziegel, auch hier sind es Lehmziegel gewesen. Das ist. Ja, kostet ein Lehmziegel. Das hier kostet 25 Lehmziegel. Ein Kanonenturm geht jetzt auf 23. Ja, 300 Leute. Will ich jetzt einfach mehr Leute ansiedeln? That blooming turnip was as fresh as a daisy here. Das ist einfach nur Holz. Grade die mal ab. Auch hier genauso. Ich meine, ich habe noch genügend Farmer, ne? Wir beobachten das Ganze einmal, dann können wir immer noch mehr Farmer produzieren. Wie sieht es eigentlich mit dem Fisch aus? Habe ich noch genug Fisch eigentlich? Fisch geht langsam runter. Das heißt also, wir machen nicht mehr genug Fisch. Beziehungsweise man könnte vielleicht auch argumentieren, dass der Fisch vielleicht nicht mehr ausreichend kommt.
My basket is flowing over. Aber jetzt machen wir auf jeden Fall genügend Bricks. Und das heißt, jetzt kann ich endlich das hier bauen. Zack. Die Bäckerei. Die ich jetzt hier halt so hingebaut habe, dass sie in diese Richtung guckt. Egal. So, die Leute bekommen jetzt auf jeden Fall dann jetzt auch endlich ihr Brot. Müssen sie nicht mehr einfach nur noch Fisch essen. Nur Fisch. Ist ja ohne irgendwas, nur Fisch. Jeden Tag, nur Fisch. Wow. Ist ja gar nicht mehr, ist ja gar nicht selbstmordgefährdet dann nach mehreren Wochen. So, zack, zack, zack. Das rate ich jetzt auch noch ab. So, dann. Und wieder beobachten, wie sich hier die Arbeitsverhältnisse verändern. Aber wir werden auf jeden Fall nicht drum rumkommen. Auf diesen Weg noch hin, beziehungsweise. Sieht das extrem cool aus. Don't even mind the neighbors. Ja, jetzt hat er es gemacht. Und jetzt könnten wir nochmal daneben nochmal eine weitere Fischerei machen. Die allerdings sich jetzt nach weiter außen bewegt, wie wir sehen. Ich mache eigentlich normalerweise bei solchen Spielen immer dann die Fischereien gerne irgendwo ganz woanders hin auf lange Sicht. Aber hier geht's momentan nicht, okay. Kann ich hier eine Fischerei bauen? Könnte ich eine Fischerei bauen? Die, glaube ich, wegmachen würde. Niemand braucht diesen Bereich hier, wenn ich ehrlich bin. Ja, haben wir nochmal eine weitere Fischerei hier gebaut. Where did you say you come from? You're tying the knot. Never. Und das ist auch nahezu gleich komplett ausgelassen, aber auch nur nahezu. Wir brauchen also demnächst noch mal ein bisschen mehr Farmervolk. Aber ich schätze mal, dass wir überhaupt genug haben. Was mich halt interessieren würde, wäre, ob irgendwie Arbeitslosigkeit in diesem Spiel auch ein Faktor ist. Boah, was ist da los? Ach, du ahnst es nicht. Ja, die sind überlastet, also ich brauche wieder normale Farmer. Ganz normale Farmersleute. Hier, hier, ho. Die sind gefragt. Dann baue ich hier jetzt mal welche hin. Die werden wahrscheinlich sogar schon reichen. Hier will ich auch noch vielleicht irgendwie ein zentrales Gebäude hinsetzen. Da werden garantiert noch welche kommen. Ich geht immer noch runter. Clay geht immer noch hoch. Wow. Aber immerhin geht auch unser Geld hoch. Wir haben jetzt 224 Farmer global und 299 Worker. Ich bezweifle aber, dass das ein. Das ist halt wie gesagt global, ne? Das ist nicht nur hier. Das durften auch die anderen sein. Was ist denn da los? Ja, ja, ich weiß, dass ich das Ding hier upgraden muss. Der ist total überlastet. Ich muss jetzt hier definitiv 10 Claim noch organisieren. Wo sind meine anderen Schiffe? Moment. Was ist Schiffe? Mein anderes Schiff. Mein Flaggschiff. Ich habe ja noch gar nicht irgendwie großartig andere Dinge zu entdecken. Irgendwelche anderen Fraktionen. Ich schicke jetzt mal das Schiff jetzt einfach mal von Ecke zu Ecke. Das mache ich eigentlich immer sehr, sehr gerne. Oh. Da hat einer angelandet. Der Karl Lennart von Malchin hat da angelandet. Und das hier. You look idle. Do this, would you? Amateurish Jack-Tars who couldn't handle a few waves. It would seem apparently some have survived, but
What do I care? Bring me back my possessions. Okay, ich bekomme 6700. Don't keep me waiting. Wenn ich ihm sein Zeug wiederbringe, jetzt muss ich wahrscheinlich das Zeug erstmal finden, nehme ich mal an, oder? Wenn ich schaffe, bekomme ich Geld. Ja, wir haben wieder eine neue Insel entdeckt. Da auch wieder Hopfen, Rain, Helle und Salz. Oh, das ist eine winzig kleine, lächerliche Insel. Ach, kannst es nicht. Könnte man tatsächlich auch besiedeln. Okay, also wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal rumstöbern. Vielleicht finden wir das Zeug ja zufällig. Uns fehlen überall Arbeitskräfte. So he says, keep your feet in health or you can't work. And your six little mouths will go hungry. Das ist Englisch, ey. Das ist dieses richtig krasse Englisch. Ich weiß gar nicht, also Oxford-Englisch ist es wahrscheinlich nicht, aber... The Emporium Exotique looks forward to your patronage, if you can afford it. Ah! Okay, da war jetzt einmal diese Dame. Great Roots habe ich auch noch nicht. Also man kann das alles hier durchschalten. West Details. The Value of Life. Carl has heard one of his vessels has been wrecked at sea, blaming it on the sailors. He asks that you ignore any survivors and just recover what's left the cargo. Boah, also das ist ein richtiger Drecksack. So nach dem Motto, wenn da Leute sind, lass die auf hoher See, die sind eh dran schuld. Das würde sie total doof finden, er total toll. Boah, was für ein Drecksack, ey. Die Leute einfach da lassen. Holy! Can I help you? Ah, die haben wir jetzt gefunden. Und die hat, was ist das denn hier? Grand Trading Charter, Ship Actions, Trade Price minus 10%, Duration 5 minutes, destroyed when used. Also ich kann mir da einfach irgendwie so einen Handelsbonus irgendwie halt holen. Trading Charter, dasselbe für 5%, hier Exporter of Goods. Das ist schon mal sehr. Also, so wie es aussieht, kann man sich Buffs kaufen im Grunde. Manche sind permanent, wie zum Beispiel hier dieser Exporter. Kostet 81.000 Dollar. 81.000 für sie und für ihn wären es 6.100. Equipped and Ship ignores speed loss through cargo weight. Ah. Okay. Nett. Also, wir haben jetzt hier mal eines der. Sieht schon krass aus, ne? Nice. Einer von diesen neutralen Händlern gefunden. Ich schippe jetzt mal hier einfach mal weiter. Jetzt kann man das ja auch mal machen. Wir haben jetzt hier schon mal gut vorgelegt, sage ich jetzt mal. Hier fehlen auch noch Arbeitskräfte. Überall fehlen Arbeitskräfte. Das heißt für mich natürlich, ich muss weiterhin Farmer bauen. Ich habe nicht genug Farmer. Ding, 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 ding. Im Überlegen, Moment, das könnte man anders machen. Dann sieht das so schön aus. Einmal so, einmal so. Keine Sorge, ich habe mir was vor. Should have been a sailor. So, habe ich so einen kleinen Park jetzt hier noch hingemacht. Und dann werde ich hier noch einzelne Häuser quasi später daraus machen. Also richtig bessere Häuser. Um die Kirche rum, dass die optisch dazu passen. Aber eins nach dem anderen. So, das kommt da noch hin. Up with the lark this morning, I was. Pro Gebäude sind zwei Holz, wie ich gerade gesehen habe. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geachtet. Ah, warte mal, jetzt kann ich den Kollegen hier endlich upgraden, oder? Kostet mich noch Holz, das ich jetzt gerade eben wieder mal nicht mehr habe. Something for all seasons.
Wollen wir verbrauchen, weil ich nicht saumäßig Holz. Kann es sein, dass ich nochmal einen weiteren Holzfäller brauche, so wie das für mich da, sich darstellt? Es sieht im Grunde danach aus. Schreit geradezu danach. Da sehen wir auch mal, wie die sich gegenseitig beeinflussen würden, wenn ich das jetzt dahin baute. Also so würden die sich gar nicht gegenseitig beeinflussen. I'm delighted to meet you. I'm Benta Jorgensen, Chairlady of the Jorgensen Foundation. I can't wait to work with you. Okay, das ist wohl die andere Konkurrentin. I just know you'll give for a worthy cause. Okay. I feel better already. Destroy Shoner. Ah, ich muss also ein Schiff zerstören. Wir haben jetzt also zwei Questen angenommen. Damit werden wir früher oder später leben müssen. Dass wir, so wie es aussieht, jetzt hier auch mal anfangen müssen, einen Krieg zu führen. Shepherd's warning. Ich weiß bloß nicht, wem ich mich da anschließen möchte, ne? So. Jetzt produzieren wir mehr Holz. Jetzt guck ich mal. Wo ist sie denn? Ah, sie hockt hier rum. Aber das ist definitiv nicht ihre Hauptinsel. So eine Nebeninsel. Ja, die Karte ist extrem groß. Das Schiff braucht nicht eine ganze Weile, um da von A nach B zu kommen. So. 30 habe ich jetzt endlich. Muss ich bloß endlich genügend Holz haben. 4 Holz brauche ich noch. Dann kann ich das Ding upgraden. Jetzt. Hope it's not gruel today. Wachsen, warten die hoffentlich nicht mehr ewig. Oh, ich will noch einen Artisan, um hier noch das Spiel noch weiter auszubauen. Okay. Immer krass. Aber jetzt geht's auf jeden Fall schneller. Ich habe jetzt im Grunde sozusagen das jetzt hier um 50% erhöht, die Sammelgeschwindigkeit. Hier brauchen wir das Ding eigentlich fast gar nicht mehr, ne? Ich meine, wir haben ja das jetzt hier. Das wird gar nicht verwendet. Niemand braucht dieses Gebäude mehr. Wirklich niemand. So, wie sieht es aus hier mit Arbeitskräften? Scheint alles jetzt ideal zu laufen. So, diesen Artisan. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wo ich diesen Artisan herbekomme. Guck mal, da links von mir ist hier ein Schiff. Da ist dieser Schoner. New orders? Warte mal, ich mach mal Steuerung 1. Guck mal her, mein Freund. Ich hoffe mal, dass mein Schiff wirklich kämpfen kann. Game say. Nicht, dass ich die. Es scheint Kanonen zu haben. Shake your booty out of Ankiani's waters, or she'll blow a hole in your mizzen. Ship under attack. Oh! Ich habe die Pirateninsel entdeckt. Wie nett! Das Leben wird auf einmal hart und heftig. Ja, die hat aber gerade mal eine Ansage gemacht, die Dame. This one thinks they're a pirate, lads. Ich habe hier keine Handelsrechte, deswegen kann ich mit ihr nichts machen. Alles klar. Ich hab's gelernt. So, grouped. Sein Root. Nee, okay, ich kann also gerade echt nichts machen. Ich hoffe, dass der Schaden, der jetzt in das Schiff bekommen hat, ist ja nicht irgendwie entscheidend, dass ich den Schoner nicht schaffe. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wir mal, dass wir das hinbekommen. Ich muss es demnächst ja auch nochmal Workflows machen, da geht es auch langsam runter. Also wir brauchen mehr. Willy Wibbleshock, self-made man, no shame in it. Wibbly, if you like. How it'll be in the fairy tales. Willy Wibbleshock. Respect your betters and always help them out.
Was will er denn von mir? Punctual, please. I do have a pocket watch. Hier irgendetwas, das rumfloatet, soll ich, also im Wasser sich befindet, soll ich für ihn einsammeln. Das könnte durchaus machbar sein, ohne dass wir uns dafür schämen müssen. There be potholes, so watch out. Weitere Schaf nur bauen. Das hat funktioniert. Stand back, I would. Looks like the tubes need a flush. So, also gut, wir machen jetzt erstmal noch mal ein bisschen mehr Schafe, damit gleich mehr Wolle, um daraus wiederum mehr Klamotten herzustellen. Wo ist jetzt hier mein Schiff? Ach, hier sehen wir das andere Schiff. What a thrill to adventure upon the open sea. Castaway. Okay, liebe Leute. Wir sehen, die Welt wird größer und gefährlicher. Ich würde mal sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Adi.